Hallo und herzlich willkommen hier zu meinem neuen Projekt. Ich bin's der Micha auf dem iSight88-Kanal und wie ihr im Intro schon gesehen habt, ja, ich habe Ocarina of Time gespielt, also logische Konsequenz muss ich auch Majora's Mask spielen. Und deswegen schnacken wir nicht lange drum rum, wir erstellen uns hier eine neue Datei. Wir nennen uns natürlich Link, weil alles andere wäre sowieso der größte Schwachsinn, den es irgendwo auf der Welt irgendwo in China mal geben würde. Warum in China? Keine Ahnung. Das fragt ihr am besten mal Konfuzius. Kann der überhaupt aus China? Ich habe keine Ahnung. Also, Link, ja, das passt, alles klar. Bitte warten. Und ab geht's, meine Freunde. Im Lande Hyrule vernimmt man allerorts eine Legende. Die königliche Familie selbst hütet sie wie einen Schatz. Diese Legende erzählt die Geschichte eines Jungen. Eines Jungen, der das Böse besiegte, dem Land den Frieden brachte und so in den Herzen der Menschen für immer seinen Platz fand. Doch eines Tages verließ er das Land, welches ihn selbst zur Legende werden ließ. Vorbei waren die Kämpfe, welche selbst die Grenzen der Zeit überwanden. So brach er zu einer neuen Reise auf. 50 Frames sind echt zu schnell. Zu einer Reise, die nur ihn betraf und von der keine Seele erfahren sollte. Zu einer Suche nach einem geliebten Freund, geliebten und wertvollen Freund. Als sein heroisches Schicksal erfüllt war und er seinen Platz inmitten der Legenden einnahm, trennten sich ihre Wege. Listen! Thank you.
das war gut, ihr Feen. Ich frage mich, ob er wohl etwas von Wert bei sich trägt? Hm? Dieser Kerl. Ich kenne ihn. Nun, das soll mich aber nicht weiter stören. Für eine hübsche Ocarina. Hey Horror Kid, lass mich auch mal. Ich will sie sehen. Das geht nicht, Teil. Stell dir nur vor, sie fiele dir aus den Händen und würde zerbrechen. Welche Hände, bitteschön? Du darfst sie nicht berühren. Auf keinen Fall. Oh, aber Schwester, warum darf ich nicht? Nicht auch. So Leute, da sind wir auch schon wieder im Geschehen. Da war gerade ein Hyperleck. Keine Ahnung, woher der kam. Oder was er will. Und was hier ist. Und natürlich auch halt Grass for Ruby. Ganz klar. So, wir müssen jetzt gleich aber das Horror-Fair vorstellen. Es hat uns natürlich unsere Ocarina geschaut, was jetzt nicht so weit ist, ob wir einen neuen Blick. Und viel wichtiger ist, haben wir den Corona geschaut, was jetzt nicht viel besser ist auf den ersten Blick. Deswegen verfolgen wir es doch gleich mal. Gleich zu Anfang gesagt, ich bin kein Pro in diesem Spiel. Ich habe Majora's Mask, glaube ich, das letzte Mal vor 10, 11 Jahren gespielt und es wird ein Weilchen dauern und es wird aufregend, glaube ich. Mensch, Link, lass dir doch nicht so unter den Scheiß gucken. Du machst die Blume noch ganz rattig. Was ist bloß mit deinem dämlichen Esel los? Er gehorcht keinem meiner Befehle. So ein blödes Vieh bringt keinen Nutzen. Ich habe dir die Bürde abgenommen, es loszuwerden. So. Warum das traurige Gesicht? Ich dachte mir, ich könnte ein bisschen mit dir spielen. Oh, komm schon. Glaubst du etwa, du könntest in dieser Form gegen mich antreten? Nein. Irgendwie hatte ich gerade Grafikfehler. Das werde ich in den nächsten Parts natürlich nochmal schauen, ob ich daran was ändern kann. Weil, muss ja nicht sein. Und wenn ihr jetzt natürlich die Original Game Experience über mir einfahren. Ach, scheiße. Gefressen von einem Dicken.
das mal wieder mit. Dieses Gesicht steht dir viel besser. Du bleibst nun hier und musst für immer so aussehen. Schwester! Hey, hey, Horrorkid, warte auf mich, ich bin noch hier. Tael, du kannst ohne mich nicht fort. Da springt's. Du, wenn du nicht wärst, dann wäre ich nicht von meinem Bruder getrennt worden. Nun sitze ich hier nicht. Nun sitz hier nicht rum, Deku-Junge. Tu etwas. Was starrst du mich so an? Habe ich irgendwas im Gesicht? Hör auf, mich anzustarren. Öffne lieber diese blöde Tür. Bitte, komm schon. Ein hilfloses kleines Mädchen bittet dich. Also beeil dich gefälligst. Na, Teil. Ich hoffe nur, dass dem Kleinen nicht zustößt. So. Ich tue erstmal wieder Blitzkarten. Ja. Können wir die Tür denn jetzt eigentlich so ganz normal öffnen? Ja. Eine Ballerina. Ich bin ein Wunder für das Mädchen. Hey, warte auf mich. Lass mich nicht zurück. Also, was da vorhin geschehen ist, ich entschuldige mich. Also nimm mich bitte mit. Und jetzt auch mehr über dieses Horror-Kit in Erfahrung bringen. Nun, vielleicht weiß ich ja, wo es sich aufhalten könnte. Nimm mich mit dir und ich helfe dir bei der Suche. Abgemacht? Bitte. Gut, dann ist es abgemacht. Ich habe gar nichts gesagt, du Scheißfee. Ich werde aber nur so lange bei dir bleiben, bis wir das Horror-Kit gefunden haben. Mein Name ist Taya. Also nett, dich kennenzulernen. Oder auch nicht. Nachdem wir das nun abgeklärt haben, können wir uns nun endlich in Bewegung setzen. Wenn ich auf etwas zufliege, drücke. Bla 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 bla. Ja, Link, genau das habe ich mir auch gedacht. So. Unser neues Feature ist natürlich hier als Deko-Junge. Können wir uns in so schöne Blumen reinsetzen und dann können wir fliegen. Also ein wunderschönes Mädchen. Können wir Blumen fliegen? Wer hat da nicht von geträumt? Ich sehe mich schon sterben. Müssen wir da jetzt echt da rüberfliegen? Niemals. Ah, das macht mehr Sinn. Eine Truhe, meine Truhe, meine Truhe, meine Truhe. Los, Link, beweg dich, beweg dich. Na, das schaffen wir nicht. Ich glaube, das sieht auch nicht viel besser aus, also probieren wir es doch erstmal da lang. Hallo, hallo, hallo. Ja, super. Einmal gegengetreten. Reiz eine Deko-Nuss. Drücke B, während du fliegst, um eine Deko-Bombe abzuwerfen. Beim Aufprall zerbirst die Nuss und setzt einen gleißenden Blitz frei, der die Gegner blendet. Okay, wir haben jetzt also hier schon mal unsere Flash-Grenade. Haben wir jetzt hier schon bekommen? Geht's hier jetzt noch weiter, oder? Kann ich so. Mal gucken. Rüber. Und runter. Und jetzt probieren wir mal da rüber zu kommen. Ich bin gespannt. Nein, Link, du Arschgesicht. Ach du Scheiße. Hey du, mach schon, drück Z und sprich gefälligst mit mir. Wenn's denn sein muss. Hallo. Ich kann ja auch erstmal rüberfliegen und damit reden. So. Hey na. Eigenartig. Auf irgendeine Art und Weise siehst du diesem Baum sehr ähnlich. Es sieht sehr düster und traurig aus. Als würde er jede Sekunde zu weinen beginnen. Wie traurig.
Ist nicht mein Problem, okay? Waldtempel-Flashback. Ich glaube, das soll eine Statue darauf stellen. Ach ja, die Grafik von damals. Aber ich finde, das Spiel ist trotzdem viel geiler. Man kann das locker bei dem spielen. Nein, wir auch nicht. Das Schicksal hat es nicht mit dir gemeint. Kehren Sophie hat anscheinend irgendwie Angst vor dem Wasser. Ich bin Besitzer des fröhlichen Maskenladens. Die Suche nach Masken führt mich weit umher. Während einer meiner Reisen wurde mir eine sehr wertvolle Maske von einem Kobold gestohlen. Welch ein Verlust. Doch immerhin habe ich dich gefunden. Nimm mir nicht übel, dass ich dir gefolgt bin. Denn ich kenne den Weg zurück zu deiner ursprünglichen Form. Hol dir das kostbare Stück zurück, das man mir gestohlen hat. Und ich werde dich zurückverwandeln. Im Gegenzug. Alles, was ich dafür verlange, ist, dass du mir meine wertvolle Maske zurückbringst, die der Kobold gestohlen hat. Wie bitte? Das ist doch eine einfache Aufgabe. Du willst doch nicht allen Ernstes erzählen, wie jemand wie dich sei, das unmöglich war. Eine Sache noch. Leider bin ich sehr beschäftigt. Leider bin ich ein sehr beschäftigter Mann. Ich muss in 3 Tagen aufbrechen. Ich wäre überaus dankbar, wenn du mir die Maske bringst. Oh, meine Zeit hier um ist. Nun gut, du wirst mich nicht enttäuschen. Du bist jung und von außergewöhnlichem Mut. Sicher findest du sie bald. Also. Verlasse mich auf dich. Okay. Also der Mr. Maskenhändler, Sir. Nett, sie kennenzulernen. Da gehen wir ein wenig auf die Eier. Aber wir versuchen dann mal unsere Ocarina wieder zu bekommen. Da meinte er, dass uns etwas Wertvolles gestohlen wurde. Das kann ja eigentlich nur die Ocarina gewesen sein. Der Kerl macht mir Angst. Dieser Maskenhändler war... Oh, Verzeihung, hab nur noch gedacht. Aber nur 3 Tage? Selbst wenn wir keine Sekunde schlafen, bleiben wir uns so 72 Stunden. Also setz dich in Bewegung. Wir müssen zur großen Fee. Du musst doch das Powerkit finden, oder? Die große Fee weiß sicher, was er als nächstes vorhat. Sie sind alles. Und wurde uns gesagt, das Powerkit hat keine Chance gegen die große Fee. Geht zum Schreien, na, das ist noch vor. Dort bin ich die große Fee. Ja, wir sind hier im Unwüster. Als Hund. Ich werde dich später mal töten. Oder wenigstens irgendwo hinwerfen. Wenn du nicht damit rechnest. Was hat uns kein Leben gekostet? Das ist doch gut. Schauen, ob wir schon eine Karte haben. Doch, über da. Gut, machen wir die Deko nicht auf mal. Okay, wir haben noch keine richtige Karte. Ja, das wird das schon sein. Dann schauen wir uns doch hier erstmal ein bisschen um. Ostenruhstadt. Hallo!
ganz seltsame Dinge gehen in dieser Stadt vor. Wenn ich darüber nachdenke, bekomme ich noch Falten. Ach du lieber, du. Hast du denn von den bösen Berichten über die Sümpfe im Süden und die Entführung gehört? Oh, bei meinem Nagellack. Die Entführung. Ja, sie haben die Kleine entführt. Hoffentlich hat sie sich keinen Nagel abgeworfen. Das wäre schrecklich. Nintendo hat auch... Also, ich bin Homosexueller, aber ich glaube, die waren schon ziemlich gut. Ein Bomber. Hallo. Was ist mit dir los? Ein seltsamer Hut für einen Deku. Bist du in die Stadt gekommen, um zu spielen? Ich wette, niemand hat Lust. Die Erwachsenen sind alle mit der Vorbereitung für den Karneval beschäftigt. Der alte Sterngucker im Observatorium ist der einzige, der sich für uns Kinder Zeit nimmt. Hier, Bomber, haben ein Versteck in der Nähe des Observatoriums. Aber du gelangst nur über einen geheimen Pfad dorthin. Aber bitte verrate Jim im Nordungu-Stadt nicht, dass ich dir das gesagt habe. Dann können wir uns wieder einbuddeln. Gut. So, was haben wir denn hier verladen? Ein Gast ist zum Einzelnen. Hungrig bin ich jetzt gerade noch nicht. Grundregelung der Milchbar-Latte. Unser Kontingent an Milch ist begrenzt. Aus diesem Grund schenken wir nur an Mitglieder aus. Ohne das Zeichen der Mitgliedschaft kommt die leider nicht in die Genussung des Aufstands der Besitzer. Da ist noch ein Bomber. Na? Wenn er hier vorbei will, muss ich kurz sagen. 4, 3, 5. Jim hat befohlen, dass ihr nur Kinder durchlassen könnt. Ihr darf ihn nicht kennen. Solange du kein Mitglied bist, wirst du den Tod nie erfahren. Wenn du ziel bist, suche nach Jim im Notenstand. Gut Leute, ich würde sagen, dass wir das dann nächsten Mal machen. Ich stelle mich hier nochmal irgendwo schick hin. Gibt's denn hier was Schickes? Mal gucken. Ich stelle mich hier zu meinen zwei, warmen Brüdern. So, Leute, ich sag tschüss. Micha, signed out. Und wir sehen uns im nächsten Part, wenn wir dann uns nach Nordungu-Stadt begeben, um mit der großen Fee zu reden und eventuell den Traumbaum beizukehren. Also, wenn euch das Projekt gefällt, lasst einen Kommi da, lasst ein Like da. Wenn nicht, dann halt nicht. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem Projekt. Ich bin geil auf das Ding. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein. Tschüss.